Fast eine Woche lang sprangen Dutzende Menschen über Hohenems aus Flugzeugen. Grund dafür der größte Fallschirmformations-Event Österreichs. Die besten Formations-Fallschirmspringer aus ganz Europa sind auf Einladung zu Gast beim Union Para Club vor Adelberg gewesen. Wir versuchen hier in Hohenems heuer zwei 32er Großformationsgruppen zu dimensionieren, also zwei Gruppen mit jeweils 32 Leuten und sehr international besetzt. Wir haben 12 Nationen hier vertreten bei uns. Von den zwei weltbesten Trainern, Patrick Pass aus Frankreich und Dieter Kirsch, wurden diese 32 Springer und Springerinnen durch die rund 20 Sprünge begleitet. Ich bin so eine Art Animateur. Ich muss also die Menschen unterhalten, hier kommen. Die sind zum Springen gekommen, alles sehr erfahrene Springer. Und ich muss mir halt die entsprechenden Programme für sie ausdenken, dass wir schöne Sprünge machen und alle zufrieden wieder nach Hause gehen. Erstmal hat man das sogenannte Briefing. Da werden also alle Positionen im Flugzeug, die Wege in der Luft und die Position in der Formation festgelegt. Das wird also am Boden dann geübt und quasi simuliert, indem man es läuft, wir nennen das dann Laufen. Und dann geht es in die Luft. Und wenn wir dann gelandet sind, schauen wir uns das Ganze auf Video an und besprechen das Ganze dann entsprechend. Gesprungen wurde aus etwa 4.400 Metern und die Springer haben nicht mehr als 70 Sekunden Zeit, ihre Formation zu stellen. Wir haben eine Anströmung in der Luft. Ja, wir werden abgebremst auf eine bestimmte Geschwindigkeit durch den Luftwiderstand und man liegt auf einem Luftkissen. Das muss man sich vorstellen wie strömendes Wasser. Wenn man dann Flächen, wenn man also den Körper zum Beispiel nach vorne senkt, wird man nach vorne geschoben, weil dann durch die Luft wie eine Fähre im Wasser man nach vorne geschoben wird. Und mit diesem Prinzip kann man also überall hinkommen, wo man hin will. Für viele Leute, die hier auch dabei sind, das ist auch ein Vorbereitungstraining für unseren Weltrekord im Oktober in Amerika. Markus Kordesch ist nicht nur Organisator dieses Events, auch er ist aktiver Fallschirmspringer und wird im Oktober bei diesem Weltrekordversuch im Formationsspringen mit dabei sein. Ich bin der einzige Vertreter von Österreich und bin auch sehr stolz darauf, dabei sein zu dürfen. Und das findet in Eloy in Arizona statt mit 230 Leuten und wir versuchen mit diesen 230 Leuten eine große Formation zu machen und diese Formation komplett zu lösen und dreimal wieder aufzubauen, also drei Punkte in einem Sprung zu machen. Das ist sehr schwierig, es ist natürlich die Dimension der Größe in erster Linie und natürlich auch dann, wir lösen alle Griffe und fliegen den nächsten Punkt wieder zusammen. Bevor es im Oktober aber richtig ernst wird, treffen sich noch einmal 100 motivierte Fallschirmspringer im tschechischen Klatovy, um zu trainieren. Sowohl für dieses Training als auch für den Weltrekord wünschen wir, ganz nach Fallschirmspringerart, Blue Sky.